Hallo, herzlich willkommen und grüß Gott auf meinem Traumaweltkanal. Ich bin Jason Wittmann und wie ihr vielleicht schon wisst, gibt es einige Broadcasting-Sendungen, die es nie geschafft haben, von Selters übersetzt zu werden, aus dem Englischen. Genau. Und meine Gattin und ich, wir haben uns damals in unserer Euphorie, in unserem Fanatismus und unserer Begeisterung und Aktivismus daran gemacht und diese übersetzt. Transkribiert hat meine Frau die übersetzt, dann haben wir sie eingelesen und dann das Ganze editiert mit ganz primitiven Werkzeugen, damals ein uraltes Laptop, und haben das dann der Versammlung und später einigen Versammlungen zur Verfügung gestellt, weil die Begeisterung damals zumindest groß war, was das Broadcasting anbelangt. Und diese Aufnahmen, die sind unveröffentlicht, die gibt's nicht. Und Selters hat sich, wie gesagt, nie die Mühe gemacht, das nachzuvertonen oder zu verarbeiten, obwohl die doch so wichtig sind. Ich hatte euch hier schon einen Vortrag von Bruder Morris zum Thema Bildung, sehr wichtig, mal schon reingestellt hier auf den Kanal. Und heute geht es um ein Interview mit Philip Brumley. Vielleicht klingelt es bei dem einen oder anderen der Name Philip Brumley. Philip Brumley, schon mal gehört? Ja, genau, das ist der Leiter der Rechtsabteilung, aha, der Jehovas Zeugen in Amerika, in New York. Mhm. Und das ist ein selbstgezüchteter Rechtsanwalt Hase. Und die Geschichte, die hat er auf JW Broadcasting erzählt. Er wurde interviewt. Und ja, ich habe dem Herrn oder dem Interviewer meine Stimme geliehen damals. Und ich mag euch das dann jetzt mal zeigen, weil dieser Herr, der Philip Brumley, der wird noch einige Male aufscheinen hier auf dem Kanal. Deswegen mag ich das vorbereiten, damit ihr so ein bisschen den Hintergrund von diesem Mann kennt und versteht. Weil wir Menschen neigen ja immer dazu, schnell ja, so Wut- und Hassbilder aufzubauen, Persönlichkeiten, Individuen gegenüber. Mir ist aber immer ganz wichtig, auch wenn man Wut im Bauch hat, dass man doch ein bisschen die Geschichte dahinter versteht und vielleicht ein bisschen den Menschen sehen kann, der selbst immer nur Trauma eigentlich am Verarbeiten ist, beziehungsweise Traumareaktionen zeigt. Deswegen, ohne weiteres Blabla hier von meiner Seite, hier kommt das Interview mit Philip Brumley und anschließend habe ich euch auch nochmal so einen Nachvortrag drangehangen von ja, Bruder Morris, der noch ein paar sehr verrückte, creepy, wie sagt man, seltsame Beispiele bringt, wie höhere Bildung doch gefährlich war und wie gut es doch ausgegangen ist, wenn jemand höhere Bildung abgelehnt hat. Noch so ein paar Geschichten aus dem Nähkästchen, aus dem Narrativ der Jehovas Zeugen, weil sie natürlich keine Menschen brauchen, die höher gebildet sind. Nein, sie brauchen fleißige Helferameisen für ihr Immobilienportfolio. Aber dazu später ein andermal. Später dann mal mehr, so rum. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Interview. Deutsche Erstveröffentlichungen hier über Philip Brumley, dem Leiter des Multimilliardenkonzerns der Rechtsabteilung der Wachtum Bibel- und Traktatgesellschaft. Jetzt haben wir einige interessante Gedanken, die Philip Brumley aus der Rechtsabteilung mit uns teilen wird. Er wurde in unserem Studio in Patterson vom Bruder David Schäfer interviewt. Vielen Dank, Bruder Morris. Wir sind sehr erfreut, Bruder Philip Brumley hier bei uns zu haben. Er ist seit 28 Jahren Leiter der Rechtsabteilung und seit 41 Jahren im Vollzeitdienst. Bruder Brumley, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um heute hier bei uns zu sein. Wir wissen, du hast einen sehr vollen Zeitplan. Ist mir eine Freude. Wie kam es dazu, dass du in der Rechtsabteilung dienst? Ich arbeitete gerade in der Tischlerei, als ich eines Tages einen Anruf von Bruder Charles Steele erhielt. Die leitende Körperschaft hatte Bruder Steele gefragt, wer seiner Meinung nach die juristische Fakultät durchlaufen könne, um ein Rechtsanwalt zu werden. Die Organisation benötigte zu diesem Zeitpunkt einige Rechtsanwälte, um die Rechte der Gemeinschaft zu verteidigen und zu vertreten. Also frug Bruder Steele mich und gab mir im Grunde diese Zuteilung. Ich sollte ein Rechtsanwalt werden. Also, die Organisation beschloss, dich auf die juristische Fakultät zu schicken. Welchen Einfluss hat das auf dich gehabt? Es ist etwas passiert, worauf ich nicht vorbereitet war. Wenn man auf dieser Schule ist, hört man immer wieder von den Ausbildern Aussagen wie: Ihr seid die Hoffnung der Menschheit. Ihr habt das Glück, dass ihr in einem der besten Länder der Welt geboren wurdet. Und ihr seid zwischen den wenigen in diesem Land, die die Umstände haben, um diese juristische Ausbildung zu machen. Ihr seid die zukünftigen Präsidenten, Minister, Senatoren, Richter. Und nicht nur das, ihr seid die zukünftigen Aktivisten, die sich für das Wahlrecht einsetzen oder für die, deren Rechte gewahrt werden sollen. Wenn ihr eure Arbeit gut macht, wird es der Menschheit gut gehen
Wenn ihr eure Arbeit nicht gut macht, kann es sein, dass die Menschheit nicht überlebt. Das mag jetzt etwas übertrieben klingen, aber wenn man das wiederholt über einen Zeitraum von 4 Jahren immer wieder hört, kann es sich in deinem Denken einnisten. Etwas, was damit zusammenhängt, ist auch der stark ausgeprägte Konkurrenzgeist. Ich bin auf diese Schule mit dem Gedanken im Hinterkopf, dass dies eine Betelzuteilung ist. Und ich wollte nicht nur gut sein, sondern richtig gut. Im ersten Jahr habe ich eher schlecht abgeschnitten. Und das hat mich schockiert. Ich habe mir vorgenommen, besser zu werden. Dadurch trat ein stark ausgeprägter Konkurrenzgeist in meiner Persönlichkeit auf. Ich war bereit, alle Zeit und Kraft aufzubringen, die notwendig war, um meine Noten zu verbessern. Und das habe ich dann auch geschafft. Meinen Abschluss habe ich cum laude gemacht. Das heißt, ich war zwischen den oberen 10% meines Jahrgangs. Aber dieser Konkurrenzgeist und das Gefühl, dass ich vielleicht etwas Besseres sei, weil ich diese Ausbildung durchlaufen hatte, hatte meine Persönlichkeit gezeichnet. Wie hast du das dann festgestellt, dass diese Art zu denken auf dich abgefärbt hatte? Um ehrlich zu sein, David, ich habe es nicht festgestellt. Es war erst, nachdem ich die Ausbildung fertig hatte, dass meine Frau Elisabeth ein offenes Gespräch mit mir führte. Sie gab mir unmissverständlich zu verstehen, dass ich nicht mehr der Mann sei, den sie geheiratet hatte. Ich war sprachlos und ich wusste nicht, was sie meinte. Also zeigte sie mir die Charakterschwächen auf, die ich entwickelt hatte. Ehrgeiz, Egoismus, Selbstsucht, Konkurrenzdenken, Streitsucht. Je mehr ich zuhörte, desto mehr wurde mir bewusst, dass sie vollkommen recht hatte. Ich hatte diesen Fehlern erlaubt, sich in meiner Persönlichkeit einzunisten. Wie sollte ich jetzt damit umgehen? Es ist nun mal nicht so, wie wenn man in einen dunklen Raum geht und dann das Licht anmacht. Es ist nicht so, dass man feststellt, man hat Charakterschwächen und nächste Woche hat man es dann im Griff. Um ehrlich zu sein, David, es war ein langer Prozess, um meine Persönlichkeit von diesen Schwächen zu reinigen. Was hast du gemacht? Ich musste wieder eine aufrichtige, geistige Routine erarbeiten und mir meiner Motive wieder klar werden, warum ich das Ganze auf mich genommen hatte. Also nicht aus selbstsüchtigen Motiven handeln, wie zum Beispiel, ich möchte meine Aufgabe gut erledigen, damit ich gut dastehe. Der wirkliche Beweggrund sollte sein, Jehova dienen zu wollen, Königreichsinteressen in den Vordergrund zu stellen, das zu tun, was Jehova getan haben möchte. Die Routine sah dann so aus: ehrliches und ernsthaftes Beten, täglich in der Bibel lesen, in die Zusammenkünfte gehen und wirklich daran teilhaben, gehaltsvoll im Prägdienst sein. Diese geistigen Ziele musste ich wieder an die erste Stelle setzen, so wie ich es davor schon hatte. Das hat mir geholfen, mich wieder ins Lot zu bringen. Das liegt nun einige Jahre zurück. Es geht dir jetzt wieder besser, oder? Spürst du noch Überbleibsel dieser Erfahrung? Das ist ein fortlaufender Prozess. Man muss immer wieder seine Beweggründe hinterfragen. Eine Schwester, die hier im Betel dient, die einige Titel zu ihrem Namen hat, hat es einmal gut ausgedrückt. Ich arbeite immer noch daran, das Gift der Selbstgefälligkeit aus meinem Geist zu bekommen. Ich arbeite hart daran, dass meine Demut nicht nur nach außen ist, sondern aus meinem Inneren kommt und wirklich ein Teil meiner Persönlichkeit ist. Wie die Bibel es sagt, nichts aus Streitsucht zu tun, sondern andere höher achten als uns selbst. Das ist die richtige Einstellung. Dann gibt man Jehova die Möglichkeit zu segnen. Wenn wir einen juristischen Sieg erringen oder etwas zugunsten von Jehovas Volk erreichen, dann geht aller Dank an Jehova. Die ganzen Jahre, die ich in der Rechtsabteilung dienen darf, kann ich dir versichern, dass es nicht wegen des Expertenwissens derer ist, die hier dienen dürfen, dass wir etwas erreichen, sondern eher wegen der theokratischen Motivation hinter unserem Handeln. Wir arbeiten hart in dem, was wir tun können, und lassen das andere in Jehovas Hand. Und immer wieder haben wir Jehovas Hand bei unserer Arbeit gespürt. Daher, wenn etwas zugunsten von uns ausgeht, denken wir nicht, das haben wir erreicht, weil wir unsere Arbeit so gut gemacht haben, sondern wissen wir, dass es so gelaufen ist, weil Jehova seine Arbeit gut gemacht hat. Es war das, was Jehovas Vorsatz bezüglich dieser Sache war, und daher waren wir erfolgreich. Philipp, du bist Rechtsanwalt und du dienst hier im Betel. Sicherlich sind auch mal Jugendliche zu dir gekommen und haben dich um Rat gebeten. Was sagst du denn den jungen Menschen, die über eine höhere Bildung nachdenken? Nun, dass es jeder erst einmal ehrlich machen sollte,
ist, seine Beweggründe zu hinterfragen. Ist die Motivation hinter der Entscheidung wirklich die, zuerst das Königreich zu suchen, diese zusätzliche Ausbildung zu nutzen, um den Pionierdienst auszuführen, im Betel zu dienen oder da zu dienen, wo Hilfe not ist? Oder ist der tatsächliche Beweggrund der, dass man vielleicht doch einen höheren Lebensstandard möchte oder persönliches Ansehen? Die Kernfrage ist also, warum möchte man diese zusätzliche Bildung erlangen? Der zweite Punkt, den man im Kopf behalten sollte, auf was liegt der Schwerpunkt der Ausbildung? Eine Universität zu besuchen und Dinge zu lernen, die in der Praxis wenig dazu beitragen, dass man damit seinen Lebensunterhalt verdienen kann, ist verschwendete Zeit. Wenn eine Person zum Beispiel eine Vorliebe für Medizin hat, warum nicht darüber nachdenken, eher Krankenpfleger zu werden, anstatt Arzt? Wenn jemand Recht interessant findet, vielleicht einmal darüber nachdenken, ob der Beruf des Rechtsanwaltgehilfen nicht eher passt als der eines Rechtsanwalts. Als Pfleger oder Rechtsanwaltsgehilfe kann jemand leichter halbtags arbeiten, dem Pionierdienst nachgehen und gleichzeitig für seinen Lebensunterhalt sorgen. Als Arzt oder Rechtsanwalt ist die Gefahr, dass man Vollzeit arbeiten muss, sehr viel höher. Man wird eine nicht geringe Menge an Ausbildungsschulden zurückzahlen müssen und es braucht auch mehr Zeit, um diese Ausbildung zu erlangen. Also eher als dieser Welt zu erlauben, 4, 6 oder sogar 10 Jahre unseres Lebens zu verbrauchen, warum nicht auf 2 Jahre Ausbildung fokussieren, um eine praktische Ausbildung zu machen, die es einem erlaubt, ein erfolgreicher Vollzeitdiener zu werden. Hast du gut gesagt, Bruder Brumley. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute bei uns zu sein. Nun geben wir zurück nach Brooklyn zu Bruder Morris. Vielen Dank, Brüder, dass ihr diese Erfahrung mit uns geteilt habt. Wie subtil höhere Bildung die Denkweise doch umgestaltet. Die Erfahrung, die Bruder Brumley in der juristischen Fakultät gemacht hat, liegt nun über 30 Jahre zurück. Wegen der geistigen Gefahren, die damit einhergehen, hat die leitende Körperschaft jedoch beschlossen, dass kein Betelmitglied mehr höherer Bildung ausgesetzt wird, wenn wir zusätzliche Rechtsanwälte brauchen. Ein Bruder hat seine Erfahrung in der Hochschule damit verglichen, in einem brennenden Haus zu sein. Aus geistiger Sicht kann man das so verstehen. Auch wenn du lebend davonkommst, so riechen deine Kleider dennoch nach Rauch. Es hat einen Effekt auf dich. Höhere Bildung fördert oft ein Gefühl der Überlegenheit und des übertriebenen Selbstvertrauens, welches in direktem Gegensatz zu der christlichen Persönlichkeit steht. Wie der Geruch von Rauch in Kleidung können solche Eigenschaften sehr schnell übernommen werden. Auch ist es sehr schwer, sie wieder loszuwerden, nachdem sie erst einmal Teil deiner Persönlichkeit sind. Ein Kreisaufseher hat mir einen Brief gesandt, in dem er eine sogenannte christliche Bilderbuchfamilie beschrieb. Bis zu dem Zeitpunkt jedenfalls, als der älteste Sohn ein Vollstipendium für den Besuch einer Hochschule erhielt. Die Hochschule war 1 Stunde und 45 Minuten Fahrt von zu Hause entfernt. Die Familie überlegte lang hin und her. Letztlich gewann die Überlegung, dass diese zusätzliche höhere Bildung völlig kostenlos zu erhalten eine einmalige Möglichkeit sei. Das Stipendium schloss ein Zimmer in einem gemischten Wohnheim ein. Binnen weniger Wochen rief der Sohn seine Eltern an und eröffnete ihnen, dass er in dieser Umgebung nicht Jehova treu bleiben könne. Er bat seine Eltern eindringlich, ihn wieder nach Hause kommen zu lassen. Seine Eltern erwiderten jedoch, nein, dies ist eine einmalige Chance im Leben. Sieh zu, dass du das hinbekommst. Die Zusammenfassung der Geschichte ist, der Sohn hat die Wahrheit verlassen. Die Eltern ließen sich scheiden. Seine Geschwister sind untätig. So traurig. Diese einmalige Chance im Leben erwies sich als Falle und ruinierte das Leben der ganzen Familie. Im Gegensatz dazu erzählte eine alleinerziehende Mutter folgende Erfahrung. Als ihr Sohn in der Abschlussklasse war, erhielt er ein Hochschulstipendium. Die Mutter war besorgt, als es so aussah, dass ihr Sohn mit dem Gedanken spielte, dieses Stipendium anzunehmen. Erst einmal hielt sie sich zurück und sagte nichts dagegen. Stattdessen erinnerte sie ihren Sohn an den Grundsatz, Jehova unsere Erstlingsfrüchte zu geben. Unser Bestes. Sie sagte, die Jahre nach der Highschool sind deine besten Jahre. Wenn du jung bist, kräftig und gesund, du hast wenig Verpflichtungen, die dein Leben verkomplizieren. Warum also nicht Jehova deine Erstlingsfrucht geben
und erst einmal ein Jahr im Pionierdienst stehen. Danach kannst du abschätzen, wie viel zusätzliche Schulbildung du benötigst. Ihr Sohn beschloss, den Pionierdienst aufzunehmen und halbtags zu arbeiten, statt das Stipendium anzunehmen. Später hat er im Beetle gedient und zurückblickend auf diese Entscheidung ist er heute davon überzeugt, dass es die absolut beste Entscheidung war, die er hätte treffen können. Als Vater kann ich gut mit euch Eltern mitfühlen. Bitte versteht, dass wir die gleichen Dinge für eure Kinder wollen, wie auch ihr. Wir möchten, dass sie gut und verantwortungsbewusst für ihre physischen Bedürfnisse sorgen können. Gleichzeitig trifft 3. Johannes Vers 4 zu, wo es heißt: Ich habe keine größere Ursache zur Dankbarkeit als diese Dinge, dass ich höre, dass meine Kinder fortfahren, in der Wahrheit zu wandeln. Denkt bitte daran, göttliche Belehrung ist wirklich eine einmalige Chance auf ein ewiges Leben. Für Interviews mit Personen, die göttliche Belehrung genießen durften, besucht bitte die Interviews and Experiences Kategorie auf JW Broadcasting. Hier haben wir einige Kommentare von Lehrern und Studenten zusammengetragen, die stellvertretend sein können für all unsere Schulen, ob es die Gilead-Schule ist oder die Schule für Königreichsverkündiger oder jeden anderen Lehrplan. Der Beitrag hat den Titel Nutzen der göttlichen Belehrung. Ja, sehr interessant. Das liegt zwar schon alles ein paar Jahre zurück, aber diese Informationen sind immer noch sehr wichtig für uns, wie ich finde. Nämlich einmal, weil sie so schön die Einstellung der leitenden Körperschaft zeigen und jemanden aufzeigen können, dass da auch nur Menschen sind mit vielleicht einem Gottkomplex, mit einem Größenwahn, die aber wirklich glauben, dass es gut ist, dass Menschen in die theokratische Bildung einzahlen, in die göttliche Bildung, anstatt in ein wirkliches Handwerk oder Fähigkeiten oder eine höhere Bildung, halte ich für sehr fragwürdig und sehr gefährlich. Wir als Familie haben das auch immer anders gehandhabt und gesehen und unseren eigenen Weg dort gefunden. Aber hier sieht man einmal, wie die Wachtum Bibel und Traktatgesellschaft das gerne hätte und möchte. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen an der Stelle. Bin auch immer wieder verwundert, wie sich meine Stimme verwandelt hat die letzten Jahre. Einige sagen, ich bin entspannter geworden und älter. Naja, stimmt, wird wahrscheinlich auch so sein. Aber so ist das halt im Leben, so ist es eben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht, das hilft dem Kanal und den Menschen, die da draußen auch an dieser Organisation noch festhalten und glauben und nicht ganz so sicher sind, ob sie im richtigen Verein sind, ihnen aber vielleicht die Argumente oder der Mut fehlt, dass es nämlich viele von uns gibt, die diese Organisation als das enttarnt haben, was sie sind, nämlich meines Erachtens nach ein gigantischer Immobilienkonzern, der nur vorgibt, eine Religion zu sein. Wenn wir da mal historisch drauf gucken und auf die aktuellen Zahlen. Ich habe es euch auch nochmal, nur was dahin. Mit den 1,6 Milliarden, die allein Rockel wert ist und dass sie als Investmentfirma unterwegs sind in Amerika, ganz offiziell im Steuerbescheid, öffnet einem doch die Augen, dass es sich hier um eine Immobiliengesellschaft handelt, eine Investmentgesellschaft, die nur vorgibt, eine Religion zu sein. Das ist meine kleine bescheidene Meinung nach meinen letzten Jahren Recherche. Ihr könnt daraus machen, was ihr wollt. Ich wünsche euch einen richtig schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.